Hallo Kinder, ich habe hier einen alten Kalender für euch und auf diesem Kalender seht ihr ein Bild von 1960. Wenn ihr mal genau hinschaut, dann seht ihr hier lauter Blechbüchsen, könnte man sagen. Aber es sind keine Blechbüchsen, sondern es sind notdürftige Häuschen, die man hingestellt hatte, als nach dem Zweiten Weltkrieg viele Flüchtlinge nach Vierlinden kamen. Auf diesem Bild hier seht ihr einen großen Kran und die Häuser werden 1960 abgerissen. Sie haben ungefähr 10 Jahre lang auf diesem Gebiet in der Nähe der Oswaldstraße gestanden. Die Hütten hatten einen Namen, sie hießen nämlich Nissenhütten und Nissen hießen sie deshalb, weil es einen englischen General gab, der hieß Nissen und er hatte sich dieses ausgedacht für Familien, die nach dem Krieg zurückkamen und kein Zuhause mehr fanden, weil die Häuser alle zerstört waren. Das war eine Zeit, die war sehr, sehr hart für die Familien, die in solchen Behausungen leben mussten. Und mir hat ein ehemaliger Schüler, der in den 50er Jahren ein Kind gewesen ist, einen Brief geschrieben, aus dem ich euch gerne vorlesen würde, möchte, weil ihr daran seht, wie hart die Zeit gewesen war, denn die Kinder haben gefroren oder geschwitzt, aber sie haben es im Winter vor allen Dingen nicht warm gehabt und das war für die Kinder schwer zu ertragen. Der ehemalige Schüler schreibt also aus diesen Nissenhütten in Walsum-Vierlinden. Meine Eltern wurden nach dem Krieg 1946 aus ihrer Heimat vertrieben und ihr Weg führte durch Baracken in Zschopau, das ist der Geburtsort von diesem ehemaligen Schüler, zu Baracken nach Förde und dann schließlich in die Nissenhütten nach Walsum-Vierlinden. Arbeitgeber war all die Jahre für meinen Vater die Schachtanlage Walsum. An die Zeit in den Nissenhütten kann ich mich gut erinnern. Im Sommer waren sie glühend heiß, im Winter eiskalt. Geschlafen habe ich morgens auf einem durchnässten Strohsack an der Außenwand. Die Eisblumen verzierten die Blechwände und die Fenster. Eine Grube gab es im Stall. Meine damalige Anschrift war Reinholdstraße 35. Die barfußgehenden Kinder aus den 20er Jahren hatten wenigstens eine beheizte Wohnung. Der Schacht Walsum begann dann in den 50er Jahren mit einem großen Aufbauprogramm und baute Wohnungen nach und nach. Diese Wohnungen hatten dann wenigstens Kohleöfen und das waren meistens viele Wohnungen und Häuser, die jetzt am Franz-Lenze-Platz sind, der erst nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich richtig entstanden ist. Ihr seht, es ist nicht selbstverständlich gewesen damals, dass die Kinder zu Hause einen Ort hatten, wo sie nicht frieren mussten. Es ist ihnen nicht so viel anders gegangen als manchen Flüchtlingsfamilien, die heute auf der Welt in ähnlichen Unterkünften wie hier oder in Zelten unterkommen müssen und ebenso frieren. Wir können froh sein, dass es unseren Kindern und uns heute gut geht und dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg nach und nach ein Land in Frieden aufgebaut haben. Und ich selber bin aufgewachsen, bin jetzt bald 65 Jahre alt und habe das große Glück, nicht einen Krieg oder eine Nachkriegszeit, jedenfalls keine harte, erlebt zu haben. Das war's. Bis denn, Kinder. Tschüss.